Hallo meine lieben Freundinnen und Freunde der Astrologie und meine Community, herzlich willkommen zu diesem Video mit den Tendenzen für die 12 Sternzeichen im Dezember 2019. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich gerackert habe, um das alles hinzukriegen, weil ich auch gleichzeitig an meinem Jahrbuch 2020 und zwei neuen Kalenderprojekten gearbeitet habe. Aber Halleluja, ich hab's geschafft! Die Timecodes, wann euer Sternzeichen dran ist, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Meine Umfrage letzten Monat hat ergeben, dass die meisten von euch mit der bisherigen Reihenfolge von Widder bis Fische zufrieden sind. Deswegen lassen wir das jetzt auch so. Wie immer habe ich mir super viel Mühe gegeben, eure Tendenzen des Monats herauszuarbeiten. Wenn ihr euch trotzdem da drin nicht wiederfindet, kann es sein, dass ihr im Geburtshoroskop viele Planeten in einem anderen Zeichen habt oder dass euer Aszendent sich durchsetzt. In dem Fall könnt ihr euch erstmal noch das Zeichen eures Aszendenten anschauen und wenn das dann immer noch nicht passt, solltet ihr vielleicht doch eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen, jedenfalls wenn etwas ganz Wichtiges bei euch anliegt. Meine verschiedenen Beratungen und auch meine schriftlichen PDF-Horoskope findet ihr alle auf meiner Homepage und wie ihr mich erreicht, das steht hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Ich habe auch diesen Monat wieder eine Verlosung und diesmal habe ich ein ganz tolles Geschenk, nämlich meinen wunderschönen spirituellen Wandkalender Kosmische Schwingungen 2020. Und wer den gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung für den Januar bekannt, die um den 19. Dezember herum online geht. Und wie ihr bei der Verlosung mitmachen könnt, das erfahrt ihr im Service-Teil am Ende des Videos und den Timecode dafür findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und da erfahrt ihr außerdem, was ich noch für tolle Produkte für euch entwickelt habe, zum Beispiel einen Kalender und natürlich mein Jahrbuch. Jetzt wollen wir aber loslegen und wir beginnen mit dem ersten Zeichen des natürlichen Tierkreises, dem Widder. Hallo meine lieben Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch im Dezember nochmal beruflich so richtig ins Zeug legen, denn da scheinen wichtige Aufgaben auf euch zu warten. Die große Neuausrichtung im Dezember ist der Übergang von Jupiter in den Steinbock am 2. und der wird dann für ein ganzes Jahr durch euer Karrierehaus wandern. Deswegen nehmt alle Gelegenheiten jetzt schon wahr, zum Beispiel an wichtigen Meetings teilzunehmen, Pläne zu machen und euch zu melden, falls neue Aufgaben verteilt werden. Auch wenn es bald auf Weihnachten zugeht, es ist sehr wahrscheinlich, dass im Dezember schon wichtige berufliche Weichen für das nächste Jahr gestellt werden. In der Zeit vom 11. bis zum 16. Dezember habt ihr dahingehend besonders gute Aspekte, auch in finanzieller Hinsicht. Scheut euch also nicht, euch gleich um einen größeren Auftrag zu bewerben und auch eine gute Bezahlung dafür zu vereinbaren. Dabei solltet ihr aber nicht übers Ziel hinausschießen, sondern eure gute Leistung ganz realistisch darstellen und bewerten. Es kann auch ganz überraschend Geld hereinkommen um die Mitte des Monats, vielleicht eine Auszahlung, die schon länger fällig war, oder ihr erhaltet einen Bonus. Allerdings raten die Sterne davon ab, jetzt noch spontan einen Kredit aufzunehmen, zum Beispiel für Weihnachtsgeschenke oder eine Urlaubsreise. Aber wahrscheinlich kommt ihr mit eurem Geld aus. Der Vollmond am 12. Dezember in den Zeichen Schütze und Zwillinge steht für euch sehr günstig, zum Beispiel für Weihnachtsfeiern oder Kollegentreffen, bei denen ihr dann auch gleich nochmal beruflich netzwerken könnt. In der Liebe gibt es einige gute Flirtchancen für Solo-Widder. Vor allem könnt ihr bei beruflichen Aktivitäten Leute kennenlernen. Sollte sich da was anbahnen, wird es aber vermutlich noch eine Weile dauern, ehe sich ein zögerlicher Kandidat aus der Deckung traut. Ab dem 20. bekommt ihr sehr schöne Venus-Aspekte. Wenn ihr also über Weihnachten nicht bei eurer Familie seid, sondern vielleicht verreist oder Zeit mit Freunden verbringt, werdet ihr auch dabei sehr viel Spaß haben. Für die liierten Widder ist der ganze Monat recht energiegeladen. Offenbar habt ihr gemeinsam einiges vor. Der Mars bringt Schwung in eure festen Beziehungen. Er bildet gute Aspekte, das heißt, euer Schatz kann euch bei euren beruflichen Bemühungen und Entscheidungen eine wertvolle Hilfe sein und euch anspornen. Wenn ihr zusammenarbeitet, kriegt ihr nochmal richtig viel geschafft. Auch privat habt ihr die Energie, um gemeinsam die Weihnachtsplanung zu stemmen und zwischendurch nach Feierabend sogar noch lustvoll übereinander herzufallen. Die Konstellationen zu Weihnachten zeigen, dass manche Widder sich nur schwer aus ihren Verpflichtungen herausschälen können, um die Feiertage zu genießen.
Vielleicht bekommt ihr Dienstzeiten aufs Auge gedrückt oder man fragt euch, ob ihr einspringen könnt. Und das solltet ihr sogar in Betracht ziehen, denn wenn ihr euch jetzt einsatzbereit zeigt, könnt ihr damit Punkte fürs neue Jahr sammeln. Der Neumond am 26. Dezember fällt bei euch ins Karrierehaus zusammen mit Glücksplanet Jupiter. Und obwohl Weihnachten ist, kann es durchaus sein, dass so mancher Widder über seine beruflichen Pläne fürs neue Jahr nachzudenken hat oder vielleicht sogar an einem Konzept arbeitet. Übertreiben solltet ihr es damit zwar nicht, aber es kann durchaus wichtig werden. Sprecht euch mit euren Lieben ab, damit sie nicht enttäuscht sind, wenn ihr eventuell ein paar Stunden oder vielleicht sogar einzelne Tage vom Weihnachtsurlaub für eure Karriere abzweigt. Zu Silvester lädt euch die Venus im Freundschaftshaus dazu ein, einen schönen Abend oder eine laute Party mit euren Freunden zu verbringen. Hallo, ihr starken Stiergeborenen und Stieraszendenten. Ihr könnt vor Weihnachten noch mal richtig was reißen. Am 2. Dezember geht der Jupiter in den Steinbock und bildet dann für ein ganzes Jahr super günstige Aspekte zur Stiersonne. Und jetzt im Dezember gleich mal einen besonders inspirierenden Aspekt hier zu Uranus, sodass sich viele von euch von neuen Ideen geradezu überschüttet fühlen. Dem solltet ihr dann auch nachgehen, denn diesen Aspekt gibt es nur einmal im ganzen Jahr und deshalb macht Pläne und haltet eure guten Ideen auch fest, egal wie ausgefallen sie euch erscheinen mögen. Von dem Material, was ihr jetzt sammelt, könnt ihr lange zehren. Das gilt besonders für die Geborenen der ersten Dekade, die jetzt lauter neue Pläne machen möchten. Die übrigen Stiere arbeiten bereits vergnügt und erfolgreich an längerfristigen Projekten. Bis zur Mitte des Monats habt ihr auch gute Aspekte, um realistische Finanzpläne für euch selbst zu erstellen oder, falls ihr im Finanzbereich arbeitet und zum Jahresende noch Budgetentscheidungen treffen müsst, seid ihr dann auch sehr sachlich und notfalls auch bereit, energisch was zu streichen oder zurückzustellen, wenn es sich als nicht machbar erweist. Ab der Mitte des Monats kommt Entspannung auf und ihr merkt, dass ihr euch allmählich ein wenig zurücklehnen könnt. Genießt die Einladungen zu diversen Geburtstagen und Weihnachtsfeiern und die Vorbereitung auf eure persönliche Gestaltung des Weihnachtsfestes. Da euer Reisehaus voller Planeten ist, werden wahrscheinlich einige von euch überlegen, über Weihnachten oder Silvester zu verreisen, zum Beispiel in die Berge für einen schönen Skiurlaub. Für die Liebe und die Beziehungen hat der Kosmos noch einiges an Energie und Aufregung für euch vorgesehen, weil der Mars bei euch durchs Partnerhaus läuft. Das ist besonders für Solostiere eine gute Konstellation, um Leute kennenzulernen, und Anbahnungen verlaufen gerne nach dem Motto, was sich liebt, das neckt sich. Der Aspekt zum Mars lässt auch überhaupt eure Lust auf Liebe und Erotik steigen und es kann sein, dass ihr mit einem neuen Kandidaten oder Kandidatin schneller im Bett landet als gedacht. Für die festliierten Stiere kann diese Marsstellung allerdings einige Scharmützel zu Hause anzeigen, besonders rund um den Vollmond am 12. Dezember. Schnell hat man sich um die Weihnachtsplanung gestritten oder um sonst irgendwelche Nebensächlichkeiten, vor allem wenn euer Partner ein gestresster Widder oder Steinbock ist. Aber wahrscheinlich werdet ihr euch auch genauso schnell wieder versöhnen, am besten leidenschaftlich im Bett. Ausgerechnet kurz vor Weihnachten könnte es sein, dass ihr plötzlich beruflich abkommandiert werdet, zum Beispiel um einzuspringen oder eine Extraschicht zu schieben, oder dass ein anderer störender Einfluss die Weihnachtsplanung aufwirbelt. Vielleicht wollt ihr auch selbst ganz plötzlich etwas ganz anderes tun als vereinbart. Wartet ab, zu Heiligabend verklingt dieser Aspekt wieder und dann kann wahrscheinlich doch alles so laufen wie geplant. Das gilt vor allem für die Geborenen der ersten Dekade. Die übrigen Stiere haben über Weihnachten und Silvester sehr harmonische Aspekte. Der Neumond am 26. Dezember ist ideal, um mit euren Lieben Pläne zu machen, zum Beispiel für eine Urlaubsreise oder ein anderes gemeinsames Ziel. Silvester habt ihr schöne Sterne für eine Feier mit guten Freunden. Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge und Zwillinge-Aszendenten. Für euch ist natürlich immer im Dezember sehr schön, dass dann die Sonne im Schützen steht und das heißt, sie läuft bis zum 22. durch euer Partnerhaus. Dadurch erlebt ihr sicherlich eine gesellige Adventszeit und genießt die vielen Weihnachtsfeiern, das Weihnachtsshopping und Besuche auf dem Weihnachtsmarkt. Solo-Zwillinge können bei solchen Gelegenheiten auch nette Leute kennenlernen.
Aber auch wenn ihr fest liiert seid, bekommen eure Beziehungen starken Aufwind und Energie, weil nämlich Glücksplanet Jupiter am 2. Dezember beim Zwillinge-Kollektiv ins Haus der Ehe und der gegenseitigen Verpflichtungen gehen wird. Und dort verbringt er dann die nächsten 12 Monate. Das heißt, dass für eure festen Beziehungen tolle neue Perspektiven sich auftun und ihr nun vielleicht auch bereit seid, euch stärker zu verpflichten und einzulassen. Schon jetzt zu Weihnachten kann es sein, dass viele bisher nur locker liierte Zwillinge nun näher mit ihrem Schatz zusammenrücken und kuschelige Weihnachtstage erleben. Und wenn eure Verbindung schon fest und stark ist, überlegt ihr vielleicht, eine wichtige gemeinsame Anschaffung zu tätigen, an der ihr lange Freude haben werdet. Vielleicht sogar, euch einen gemeinsamen teuren Traum zu erfüllen. Und dafür würde sich dann ja das Weihnachtsfest anbieten. Vielleicht wisst ihr auch von nichts und euer Herzallerliebster oder Herzallerliebste wird euch dahingehend mit einem tollen Geschenk überraschen. Auch wenn ihr gerade keinen Lebensgefährten habt, gibt es vielleicht andere Beziehungen, die für euch einen verpflichtenden Charakter haben. Zum Beispiel wichtige Geschäftspartnerschaften oder auch private Verbindungen, in denen ihr zum Beispiel gemeinsame Werte verwaltet oder besitzt. Auch diese erhalten nun ab Dezember Auftrieb, neue Perspektiven und auch einen Wertezuwachs. Nur wenn ihr übertriebene Forderungen stellt, könntet ihr einen Dämpfer bekommen. Und denkt bitte dran, falls ihr quartalsmäßig Steuerbelege einreichen müsst, dass ihr das korrekt erledigt, jetzt noch im Dezember, sonst droht Ärger mit dem Finanzamt. Der Vollmond am 12. Dezember fällt bei euch auf die Beziehungsachse, denn der Mond steht bei euch in den Zwillingen und im Partnerhaus ja eben die Sonne im Schützen. Und das regt weiterhin euer Begegnungspotenzial an. Deshalb lasst keine Feier aus und wenn ihr bei einem netten Schützen zum Geburtstag eingeladen seid, dann geht unbedingt hin. Auch der dritte Advent am 15. Dezember ist ein Top-Tag zum Feiern und zum Flirten. Aber nicht nur zum Feiern stehen die Sterne im Dezember gut, auch beruflich könnt ihr vorankommen, weil die Ansagen aus der Chefetage auf einmal klarer werden und ihr merkt, dass ihr vor dem Weihnachtsurlaub noch eine ganze Menge geschafft bekommt. Die Tage vom 7. bis zum 17. Dezember versprechen einen guten Workflow mit fleißigen Kollegen und was nicht über die Feiertage liegen bleiben soll, kriegt ihr noch locker abgearbeitet. Am 20. geht die Venus in den Wassermann und bildet dann bis Silvester superschöne Aspekte zum Lieben, Flirten und Feiern für euch und auch, falls ihr über Weihnachten verreist. Zum Neumond am 26. Dezember kann das Gespräch dann nochmal auf eure Pläne für gemeinsame Anschaffungen im neuen Jahr kommen, denn er fällt beim Zwillinge-Kollektiv auf die Werteachse. Wenn ihr spirituell ausgerichtet seid, beschäftigt euch doch mal mit der Magie der Rauhnächte vom 24. Dezember bis zum 5. Januar, denn dieser Neumond im 8. Haus begünstigt auch das Erforschen okkulter und spiritueller Energien. Hallo meine lieben Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Für euch dreht sich nun im Horoskop alles um Liebe und Partnerschaft. Denn ab dem 2. Dezember geht Glücksplanet Jupiter in den Steinbock und damit beim Krebskollektiv ins Partnerhaus. Und da bleibt er dann das ganze Jahr 2020 über. Und bei den Krebsaszendenten heißt das, dass der Jupiter auch im individuellen Horoskop tatsächlich ins Partnerhaus gehen wird. Da kommt es dann darauf an, auf wie viel Grad euer Aszendent genau steht, wann das genau sein wird. Falls ihr es noch nicht habt, könnt ihr euch ja mal mein Kosmogramm bestellen. Da findet ihr diese ganzen wichtigen Informationen. Jedenfalls freut euch auf einen Dezember und auf ein ganzes Jahr 2020, in dem Partnerschaften, Begegnungen, Romantik und die Liebe großgeschrieben sind. Außerdem steht ja jetzt auch noch der Mondknoten bei euch im Zeichen und der wird im Laufe des Dezembers von Jupiter angeregt. Solo-Krebse sollten also unter Leute gehen und alle Möglichkeiten ausschöpfen, potenzielle Flirtkandidaten zu treffen. Das kann euch übrigens auch über das Internet gelingen. Gerade jetzt im Dezember und für die erste Dekade sind dahingehend die Aspekte erstaunlich gut. Ich weiß, dass das die meisten von euch nicht mögen, weil es so unpersönlich ist und weil es da so viele Fakes gibt im Internet, aber es kann sich trotzdem lohnen. Dabei stärkt euch auch der Mars, der aus dem Skorpion heraus super gute Kraftimpulse sendet und übrigens auch eure Lust auf Sex und Erotik steigert.
Auch beruflich habt ihr trotz bevorstehender Weihnachtstage noch viel Energie und wegen der guten Begegnungssterne könnt ihr die ganzen Weihnachtsfeiern im Büro oder auf den Weihnachtsmärkten nutzen, um auch eure beruflichen Kontakte zu pflegen. Auch die Venus geht im Dezember durch euer Partnerhaus und lässt euer soziales Leben aufblühen. Zwischen dem 9. und dem 14. Dezember solltet ihr euch aber mit euren Lieben immer gut absprechen und rückversichern, dass ihr da alle am gleichen Strang zieht, gerade auch bei finanziellen Entscheidungen, sonst kann es zu Enttäuschungen kommen. Falls ihr Partnerschaftsprobleme habt, gibt es im Dezember reichlich Gelegenheiten, euch wieder näher zu kommen, auch in erotischer Hinsicht. Der Vollmond am 12. Dezember beleuchtet eure Gesundheitsachse. Und weil auch Chiron quer zu eurer Sonne steht, besonders für die erste Dekade, müsst ihr ein bisschen auf eure Abwehrkräfte achten, jetzt, wo wieder Erkältungszeit herrscht. Aber der Mars macht euch körperlich stark und euer Immunsystem ist fit. Erkältungssymptome habt ihr schnell im Griff, wenn ihr euch gleich drum kümmert. Der dritte Advent am 15. ist für euch ein Top-Tag für einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt oder ein anderes vorweihnachtliches Event. Auch der 17. und 18. sind sehr schöne Tage, zum Beispiel für Weihnachtseinkäufe oder auch, um beruflich noch ein paar wichtige Aufgaben zu erledigen. Am 22. geht die Sonne dieses Jahr in den Steinbock und dann ist Wintersonnenwende und die Sonne aktiviert dann ebenfalls nochmal für 4 Wochen euer Partnerhaus. Zu Weihnachten versprechen die Aspekte kuschelige Zeiten mit euren Lieben. Und wenn ihr nicht selbst alles durchgeplant habt, werdet ihr überrascht feststellen, dass auch andere Familienmitglieder sich etwas für euch ausgedacht haben. Auch für Freundschaften stehen die Sterne über Weihnachten gut. Wenn ihr alleinstehend seid, solltet ihr also Freunde oder Gleichgesinnte finden, mit denen ihr die Festtage genießen könnt. Der Neumond vom 26. Dezember fällt bei euch ins Partnerhaus. Zeit zusammenzurücken und gemeinsame Pläne für das neue Jahr zu machen. Oder, falls ihr alleinstehend seid, eine Meditation über euren Wunschpartner. Denn die Kräfte zur Wunscherfüllung sind zu diesem Neumond besonders stark. Hallo meine lieben Löwen und Löwe-Aszendenten. Ihr startet mit guten Vitalkräften in den Dezember, denn die Sonne im Schützen steht günstig für euch. Solo-Löwen können nun zum Beispiel Leute treffen, wenn sie ihren Hobbys nachgehen oder gemeinsam Sport treiben. Auch eure Kreativität ist angeregt. Am besten ihr wartet gar nicht bis zur letzten Minute, um über Weihnachtsgeschenke nachzudenken, sondern erledigt das schon vor dem 20., denn dann fällt euch am meisten ein. Vielleicht kommt ihr aber auch gar nicht recht dazu, an die Weihnachtsplanung zu denken, weil ihr beruflich noch richtig viel zu tun habt. Am 2. Dezember geht Glücksplanet Jupiter beim Löwe-Kollektiv ins 6. Haus des Berufsalltags und der Gesundheit und da bleibt er dann für ein ganzes Jahr. Auch Pluto und Saturn stehen da ja zusammen und zeigen, dass es ständig irgendwas zu tun und zu verbessern gibt. Die Arbeit nimmt einfach kein Ende. Jupiter kann euch außerdem auch auffordern, kurmäßig was für die Gesundheit zu tun. Vielleicht kommt es ja für euch in Frage, jetzt den Weihnachtsurlaub richtig zum Erholen zu nutzen, zum Beispiel in einem schönen Kurhotel oder auch beim Wintersport. Kann aber sein, dass ihr euch darüber mit eurer Familie nicht so leicht einigen könnt, denn der Mars läuft bis zum Ende des Jahres durch den Skorpion und damit in Spannung zur Löwesonne. Er zeigt an, dass die Familie und eure Kinder und euer fester Partner sich zusammentun und sich was für Weihnachten überlegen, möglicherweise ohne euch dabei einzubeziehen, weil ihr anderweitig so viel zu tun habt. Bitte streitet euch deswegen nicht, auch wenn ihr euch darüber ärgert, denn ihr seid auf die Unterstützung eurer Lieben angewiesen. Schaut, dass ihr alle miteinander im Gespräch bleibt. Und wenn ihr tatsächlich beruflich zu eingespannt seid, um euch um die Weihnachtsplanung zu kümmern, dann solltet ihr euren Lieben eben mal die Führung überlassen und akzeptieren, was sie sich ausgedacht haben. Die Tage rund um den Vollmond am 12. Dezember bringen angenehme Ablenkungen. Vielleicht habt ihr Schützefreunde, die euch zum Geburtstag einladen oder es gibt witzige Weihnachtsfeiern. Ein Besuch in einer Comedy-Show würde euch garantiert gefallen. Allerdings kann es sein, dass gleichzeitig zwischen dem 9. und dem 14. Dezember noch im Büro dringend Abstimmungsgespräche nötig werden oder Finanzentscheidungen getroffen werden müssen. Da müsst ihr euch dann drum kümmern und euer kurzfristiger Einsatz kann euch sogar noch einen Bonus einbringen.
Einen kosmischen Bonus gibt es für euch ab dem 20. Dezember. Dann geht nämlich die Venus in den Wassermann und damit beim Löwe-Kollektiv ins Partnerhaus. Eure Sinne für Flirt und Geselligkeit werden geweckt und bis zum Jahresende können sich für Solo-Löwen noch süße neue Flirts ergeben. Und für alle Löwen versprechen diese Aspekte schöne Gelegenheiten zum Feiern, von Weihnachten bis Silvester. Ausgerechnet kurz vor Heiligabend droht aber noch mal eine berufliche Verpflichtung dazwischen zu kommen. Aber dieser Kelch kann dann doch an euch vorübergehen, wenn ihr euch das nicht sofort aufs Auge drücken lasst. Wenn ihr jedoch keine privaten Pläne habt, könnt ihr über die Feiertage gut Pflichten übernehmen und dadurch schon mal Punkte fürs neue Jahr sammeln. Der Neumond am 26. Dezember fällt bei euch ins sechste Haus des Berufs und der Gesundheit und fordert euch auf, über eure Work-Life-Balance nachzudenken. Dieses Thema wird im neuen Jahr sehr wichtig für euch. Hallo, ihr klugen Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Ich hoffe, der Dezember wird euch gefallen, denn er gibt euch einen Vorgeschmack auf die Aspekte im kommenden Jahr. Am 2. Dezember geht Glücksplanet Jupiter in den Steinbock und bildet dann bis Ende 2020 ganz hervorragende Aspekte zur Jungfrau-Sonne. Und weil sich das Ganze in eurem fünften Sonnenhaus der Lebensfreude abspielt, wird euch das auf vielen Ebenen zugutekommen. Eure Kreativität wird gefördert, eure guten Ideen und eure Herzensprojekte erhalten Auftrieb. Außerdem kann es auch die Begegnung mit interessanten, seriösen Menschen anzeigen. Und falls ihr noch auf der Suche seid, kann sich eine vielversprechende Liebesromanze ergeben. Das muss noch nicht gleich im Dezember passieren, aber falls ihr einen neuen Flirt anfangt, und dafür stehen die Chancen richtig gut, dann hat die Sache längerfristig Potenzial. Wenn ihr liiert seid, stärken die Aspekte eure festen Beziehungen, vor allem wenn ihr viele Interessen miteinander teilt. Die Geburtstagskinder der ersten Dekade bekommen im Dezember unglaublich prickelnde Impulse von Jupiter und Uranus. Egal, ob es jetzt um eure Weihnachtsgeschenke geht oder um Pläne für das gesamte neue Jahr, ihr seid beflügelt und kreativ und habt tolle Einfälle. Die zweite und dritte Dekade der Jungfraugeborenen kommen aber auch nicht zu kurz. Sie erhalten nämlich wunderbare Aspekte von Venus und Mars und die beflügeln ebenfalls eure Kreativität und außerdem noch eure Liebeslust und eure erotische Fantasie. Auch euer Geist ist angeregt, ob ihr nun Briefe oder Mails an eure Freunde auf der ganzen Welt schreibt oder ob ihr vielleicht noch einen Weihnachtsblog oder einen wichtigen beruflichen Artikel oder Text verfasst. Alles wird euch super leicht von der Hand gehen und eure Einfälle sprudeln nur so. Bei den Weihnachtsfeiern bleibt es nicht beim oberflächlichen Smalltalk, sondern es kommen super interessante Gespräche zustande und ihr könnt dabei auch euer berufliches Netzwerk pflegen. Wermutstropfen können Aspekte sein, die auf Zwistigkeiten mit den Leuten hinweisen, mit denen ihr unter einem Dach wohnt. Zwischen dem 4. und dem 18. Dezember, vor allem aber rund um den Vollmond am 12., kann es zeitweise Unstimmigkeiten geben. Sei es, dass Uneinigkeit über die Weihnachtsplanung herrscht oder dass es Stress mit Kindern, Nachbarn oder Mitbewohnern gibt, die sich irgendwie querstellen. Oder ihr habt jemand Neues kennengelernt und fühlt euch nicht recht wohl dabei, diese Person mit nach Hause zu bringen. Ihr habt jedoch allen Grund, selbstbewusst euer Ding durchzuziehen und durch originelle Vorschläge und gute Argumente und nicht zuletzt durch euren Charme dann doch zu bekommen, was ihr wollt. Am 22. Dezember ist Wintersonnenwende und dann stärkt auch die Sonne für die kommenden 4 Wochen eure Vitalität und Lebensfreude. Zwischen Weihnachten und Silvester gehen euch also nicht die Ideen zum Feiern aus und es liegen viele nette Überraschungen in der Luft, Geschenke oder auch Events, die ihr euch ausdenkt oder mit denen euch andere überraschen. Vielleicht sogar eine kurze Reise oder eine Einladung zu einem Winterurlaub. Und falls ihr ganz verliebt seid, könnt ihr ein kuscheliges Weihnachten zu zweit verbringen. Den zweiten Weihnachtsfeiertag am 26. solltet ihr für spielerische oder schöpferische Aktivitäten nutzen. An diesem Tag ist auch der Neumond. Er regt eure Kreativität an und fordert euch auf, über eure bestehenden oder über ganz neue Herzensprojekte nachzudenken. Hallo, ihr charmanten Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Viele kosmische Energien konzentrieren sich bei euch auf den Bereich Heim und Familie. Ab dem 2. Dezember geht Jupiter in den Steinbock und wandert dann für ein ganzes Jahr beim Waage-Kollektiv
durchs vierte Haus der Herkunft. Und im Dezember steht aktuell auch noch die Venus dabei und langfristig ja sowieso Saturn und Pluto. Es dreht sich also alles um euren privaten Bereich und da kommt es nun darauf an, wie der gestaltet ist. Wenn ihr zum Beispiel vom Homeoffice aus arbeitet, dürfte auch jobmäßig jede Menge los sein für euch. Wahrscheinlich habt ihr aber auch viele Pläne über Weihnachten, die mit eurer Familie und euren Eltern zu tun haben. Falls es ihr schon längerfristig Projekte gab oder gibt, die viel Einsatz und Mühen erfordern, bringt Jupiter nun günstige und aufbauende Impulse hinein. Ihr habt viele Ideen, wie ihr eure Zeit mit euren Lieben im Dezember gestalten könntet und die wiederum haben für euch auch noch einige Überraschungen auf Lager. Schwieriger wird es, wenn ihr viel unterwegs seid oder in einem Job fern von zu Hause stark eingespannt. Dann habt ihr wahrscheinlich das Gefühl, nicht allen Bereichen so wirklich gerecht werden zu können. Dann müsst ihr gegebenenfalls eure Zeit gut einteilen und ganz klar trennen zwischen Beruf und Privatleben. Die erste Dekade muss außerdem auf ihre Gesundheit achten oder auch die ihres Partners. Kann sein, dass ihr euch da kümmern müsst. In den ersten 3 Wochen des Monats werdet ihr dabei von sehr günstigen Aspekten der Sonne unterstützt. Da gehen euch die Ideen und die Gesprächsthemen garantiert nicht aus. Auch der Vollmond am 12. Dezember aktiviert eure guten Ideen und kann euch spontan Lösungen für Situationen bringen, die euch anfangs noch vertrackt erschienen. Der Merkur steht vom 9. bis zum 29. Dezember günstig für euch. Ihr werdet sehen, dass man über alles reden kann und dass im gemeinsamen Gespräch die besten Ergebnisse und Lösungen erzielt werden. Das wird euch sehr helfen, denn zwischen dem 9. und dem 14. sind verstärkt Absprachen nötig, damit ihr wisst, dass ihr mit wichtigen Menschen an einem Strang zieht und dass nicht jeder in eine andere Richtung driftet. Dabei kann es zum Beispiel um die Planung eurer Weihnachtstage gehen und darum, wer welche Aufgaben übernimmt oder auch um Kostenfragen. Gleichzeitig gibt es schöne Aspekte für fest liierte Wagen, die sich vielleicht gemeinsam überlegen, sich gegenseitig einen besonderen Weihnachtswunsch zu erfüllen, etwa die Anschaffung von etwas Wichtigem wie ein neuer Computer oder sogar ein neues Auto. Trotzdem legen die Aspekte auch nahe, dass ihr wegen der Weihnachtsgeschenke oder spontaner Anschaffungen möglichst keine Kredite aufnehmen, sondern im Rahmen eures Budgets bleiben solltet. Und das sollte eben sorgfältig abgesprochen werden, damit es darüber nicht zu Unstimmigkeiten kommt. Erfreuliche Aspekte bekommt ihr ab dem 20. Dezember von der Venus. Sie bringt dann mehr Leichtigkeit und Freude ins Spiel und falls ihr noch Geschenke braucht, habt ihr dann wunderbar kreative Ideen. Die Aspekte sind auch schön, wenn ihr Weihnachten keine Familienpläne habt, sondern lieber Zeit mit Freunden oder mit euren persönlichen Hobbys verbringen wollt. Am 22. geht die Sonne in den Steinbock und aktiviert für 4 Wochen euer Privatleben bzw. auch euer Homeoffice, wenn ihr denn eins habt. So kann es sein, dass mancher Waagegeborene über die Feiertage gelegentlich auch am Computer sitzt und vielleicht murren dann eure Angehörigen. Da ist wieder mal alles eine Frage der richtigen Absprachen. Was sein muss, muss sein. Aber zu den festlichen Zusammenkünften solltet ihr schon die Arbeit stehen lassen und euch mit euren Lieben an einen Tisch setzen. Auch der Neumond am 26. Dezember aktiviert Familien- und Heimatthemen sowie Pläne rund um euer Haus oder eure Wohnung. Vielleicht geht es auch um eure Eltern und deren Bedürfnisse. Nutzt doch die Zeit, wenn über die Feiertage alle zusammenkommen, um diese Themen anzusprechen. Hallo, ihr starken Skorpione und Skorpion-Aszendenten. Wenn ihr im Dezember noch schnell die Welt retten oder ein anderes Großprojekt stemmen wollt, nur zu. Die kosmischen Kräfte bauen euch von allen Seiten auf, allen voran natürlich der Mars in eurem eigenen Zeichen. Er bildet im Dezember lauter schöne Harmonieaspekte, das heißt, ihr seid im Fluss mit allem, was ist. Eure Willenskraft und eure persönlichen Anliegen scheinen in Übereinstimmung mit dem zu sein, was die Welt will. Und deswegen könnt ihr eure Ziele so erreichen, dass für alle eine Win-Win-Situation entsteht. Auch für den aktiven Einsatz bei weihnachtlichen Wohltätigkeitsprojekten seid ihr offen. Ab dem 2. Dezember geht Glücksplanet Jupiter für ein ganzes Jahr in einen günstigen Aspekt zur Skorpionsonne und im Dezember auch die Venus. Und das Ganze ist beim Skorpion-Kollektiv im 3. Haus der Kommunikation, des Austauschs und des Lernens. Dort stehen ja langfristig auch Saturn und Pluto und das alles schärft euren Intellekt und eure Sinne für Trends und auch für die realistische Machbarkeit von neuen Projekten.
Ihr geht mit gutem Beispiel voran und lasst euren Worten auch Taten folgen. Was ihr absegnet und für gut befindet, das ist auch gut. Zwischen dem 9. und dem 14. Dezember kann es aber auch sein, dass ihr etwas für nicht machbar haltet, inhaltlich oder auch aus finanziellen Gründen, und andere tun gut darin, auf euch zu hören. In diese Zeit fällt auch der Vollmond am 12. Dezember. Vielleicht stoßt ihr dann auf emotionale Reaktionen, aber es wird sich am Ende herausstellen, dass ihr recht hattet. Wenn ihr in der ersten Dekade Geburtstag habt, dann funkt Uranus aus dem Partnerhaus anregende Impulse in euer Zeichen. Und die können euch manchmal ablenken, weil sie unerwartete Gelegenheiten oder auch Begegnungen mit neuen Leuten mit sich bringen, die euer Interesse wecken. Gerade jetzt im Dezember scheinen aber viele dieser neuen Gelegenheiten auch tatsächlich seriös und zukunftsträchtig zu sein. Deshalb schaut das ruhig näher an, wenn es zum Beispiel ein interessanter beruflicher Auftrag ist. Uranus kann natürlich auch neue Liebschaften in Gang bringen, und auch die haben gerade im Dezember ungewöhnlich viel Potenzial, um sich zu etwas Seriösem zu entwickeln. Und wenn ihr bereits fest liiert seid, dürft ihr euch auf nette Überraschungen freuen, die sich euer Partner für euch einfallen lässt. Hiervon profitieren besonders die Geborenen der ersten Dekade, während die zweite und dritte Dekade in den Genuss der Venus- und Mars-Aspekte kommt. Und die wecken eure Sinne für Lust, Liebe und schöpferische Aktivitäten. Solo-Skorpione stehen häufig im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und haben den Mut, selbst jemanden anzusprechen und die Initiative zu ergreifen, während die Liierten im besten Einvernehmen mit ihrem Herzallerliebsten sind. Die Weihnachtsplanung kann also gut von euch ausgehen. Ihr ergreift gerne die Initiative und habt gute Ideen. Aber lasst bei euren Plänen ruhig Luft für Überraschungen. Ich glaube, eure Lieben haben sich da was für euch überlegt. Die Feiertage von Weihnachten bis Silvester sehen sehr harmonisch aus. Der Neumond am 26. Dezember regt euch geistig und spirituell an. Ihr könntet ganze Vorträge über die Welt als solche halten und wie alles mit allem zusammenhängt. Und falls sich heiße Diskussionen unterm Weihnachtsbaum ergeben, werden eure Lieben an euren Lippen hängen. Oder ihr zieht euch zur Neumond-Meditation zurück und empfangt Inspirationen, für welche Aufgaben ihr in der Welt gebraucht werdet. Diese können für euch ein wichtiger Leitfaden für euer neues Jahr werden. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten, und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Dezember Geburtstag habt. Euer Herrscher, der Glücksplanet Jupiter, zieht am 2. Dezember weiter ins Zeichen Steinbock. Und für das Schütze-Kollektiv ist das das zweite Haus des Geldes und des Selbstwerts, und da bleibt er dann das ganze Jahr 2020 über. Das bedeutet, dass die Schützen finanziell Rückenwind bekommen und dass sich ihr Erfolg des letzten Jahres weiterhin auszahlen wird. Jetzt im Dezember befindet sich außerdem auch noch die Venus in eurem Geldhaus, das heißt, wahrscheinlich kommt noch vor Weihnachten Geld aufs Konto. Am 9. Dezember wandert auch der Merkur nach über 2 Monaten im Skorpion nun in euer Zeichen, in den Schützen. Das heißt, wenn es in letzter Zeit immer mal wieder Schwierigkeiten mit Terminen oder fehlenden Informationen oder auch Fehlplanungen gegeben hat, dann geht diese Zeit jetzt zu Ende und alles läuft wieder wie am Schnürchen. Gut möglich, dass ihr vor Weihnachten noch einen interessanten Job hereinbekommt. Dann schlagt direkt zu. Auch die Festangestellten unter euch können mit interessanten und spontanen Projekten vor Jahresende rechnen, und die sind dann wahrscheinlich auch mit einem Bonus verbunden. Vergesst nicht, nach einer entsprechenden Vergütung zu fragen, wenn man euch schnell noch was Neues aufs Auge drückt. Nur in den Tagen vom 9. bis 14. könnten Kunden oder Arbeitgeber etwas knausrig sein, deswegen am besten davor oder danach verhandeln. Der Vollmond am 12. Dezember fällt bei euch auf die Beziehungsachse, und um die Mitte des Monats habt ihr besonders schöne Konstellationen zum Leutetreffen und Feiern. Dann fangen auch die Liebessterne zunehmend an zu prickeln. Ab dem Vollmond und für den Rest des Monats gibt es noch schöne Gelegenheiten, auch für Soloschützen, um auf Weihnachtsfeiern und bei anderen Gelegenheiten nette Kandidaten zu treffen. Vielleicht bringen auch eure Gäste jemand Interessantes mit zu eurer Geburtstagsparty, wenn ihr feiert. Oder ein neuer Nachbar erweist sich als vielversprechend. Ab dem 20. Dezember bekommt ihr dann nochmal extra schöne Aspekte von der Venus, was heitere Gespräche und schöne Feiern mit den Leuten aus eurem Umfeld anzeigt. Beispielsweise private Weihnachtsfeiern mit den Nachbarn.
Auch für eure persönliche Feiertagsplanung sind das schöne Aspekte, vor allem wenn ihr die freien Tage nutzen wollt, um Freunde und Bekannte zu treffen. Mit der Familie bzw. den Leuten, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, kann es zwischen dem 16. und dem 22. Missverständnisse geben. Vielleicht gehen die Beteiligten von unterschiedlichen Wünschen und Vorstellungen aus. Wenn ihr Kinder habt, wollen diese zu Weihnachten vielleicht ihre eigenen Wege gehen. Bitte sprecht euch gut ab, damit es nicht zu Enttäuschungen kommt. Dann herrscht zu Heiligabend wieder Harmonie. Am 22. Dezember um 5.19 Uhr verlässt die Sonne euer Zeichen und geht dann in den Steinbock. Dann ist Wintersonnenwende. Sie aktiviert dann für 4 Wochen euer Geldhaus und dort findet auch der Neumond am 26. Dezember statt. Und der weist darauf hin, dass es in eurem neuen Jahr für euch häufig um Geld, Besitz und Werte geht und wie ihr damit persönlich in Zukunft umgehen wollt. Zu Silvester versprechen die guten Venus-Aspekte, dass ihr mit netten Leuten feiern werdet. Wahrscheinlich bekommt ihr eine Einladung, aber wenn nicht, startet doch selbst eine Unternehmung oder geht zu einer Party. Ihr werdet euch amüsieren. Hallo meine lieben Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Dezember Geburtstag habt. Am 2. wandert Glücksplanet Jupiter in den Steinbock und dort bleibt er dann das ganze Jahr 2020. Ihr erreicht dann den Höhepunkt eures persönlichen 12-jährigen Jupiter-Zyklus und dürft euch auf ein erfolgreiches Jahr freuen. Vielleicht merkt ihr jetzt schon im Dezember, dass ein kosmischer Rückenwind aufkommt und erste Erfolgsmeldungen kommen herein. Vor allem, wenn ihr im Dezember auch Geburtstag habt, solltet ihr Gelegenheiten, die sich noch bis zum Jahresende ergeben, auf jeden Fall prüfen und gegebenenfalls zuschlagen. Das betrifft übrigens auch finanzielle Verhandlungen. Sollte es dahingehend noch Gespräche geben, nutzt das aus, um einen guten Abschluss zu machen. Auch die Steingeborenen vom Januar haben im Dezember günstige Finanzsterne, weil auch die Venus durch euer Zeichen wandert. Nur die Tage zwischen dem 9. und 14. sind ungünstiger, da könnt ihr weniger heraushandeln. Möglich auch, dass ihr dann selbst was ablehnen oder den Preis runterhandeln müsst, damit die Sache im realistischen Rahmen bleibt. In diese Zeit fällt auch der Vollmond am 12. Dezember, der eure Gesundheitsachse beleuchtet. Man muss es leider sagen, mancher Steinbock hat sich so abgerackert, dass die Fitness drunter gelitten hat. Und das merkt ihr dann Mitte Dezember besonders deutlich. Aber davon abgesehen ist eigentlich alles ganz dufte, auch wenn die Arbeit kein Ende zu nehmen scheint. In der Liebe habt ihr es selbst in der Hand, die Initiative zu ergreifen. Wenn ihr noch Solo seid, steht euch weiterhin der Mondknoten im Partnerhaus zur Verfügung und ihr könnt tolle Leute kennenlernen. Die Geborenen der ersten Dekade haben übrigens auch gute Sterne, um über das Internet jemanden kennenzulernen, besonders vom 7. bis 17. Dezember. Ihr müsst halt Zeit dafür erübrigen, euch um euer soziales Leben und um neue Kontakte zu kümmern. Ähnliches gilt für die Festliierten. Ihr seid gut drauf und die Venus gibt euch schöne Liebesimpulse, aber eure Beziehung funktioniert nicht von alleine, wenn ihr da nicht auch aktiv Energie reingebt. Zum Beispiel mal mit eurem Schatz über den Weihnachtsmarkt bummeln oder sich zum Shoppen verabreden oder eben auch, dass ihr euch Zeit nehmt, Geschenke für eure Lieben auszusuchen. Die Geborenen der ersten Dekade müssen sich eventuell auch um ein Familienmitglied in Nöten kümmern. Vielleicht wird jemand bei euch zu Hause krank. Schaut, dass ihr helfen könnt. Der Jupiter steht nun in eurem Zeichen und erinnert euch dran, wie schön es ist, zu geben und großzügig zu sein. Wenn ihr das beherzigt, werdet ihr sehr erfüllende und harmonische Feiertage erleben. Am 20. zieht die Venus weiter in den Wassermann, vor sich dann bis Weihnachten mit Spontankäufen. Kann sein, dass euch so ein Kauf hinterher gar nicht mehr gefällt. Am 22. Dezember um 5.19 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Steinbock und dann ist Wintersonnenwende. Die Sonne aktiviert dann eure Vitalität und Lebensfreude für die nächsten 4 Wochen. Auch der Neumond am 26. Dezember fällt in euer Zeichen und ist deswegen für euch der wichtigste im ganzen Jahr. Ihr werdet das Bedürfnis verspüren, Pläne zu machen und ihr solltet eure Lieben dabei mit einbeziehen. Dieser Neumond ist zugleich auch eine ringförmige Sonnenfinsternis und Achtung, ganz wichtig, wenn ihr in dieser Zeit Geburtstag habt, etwa zwischen dem 23. und dem 30. Dezember, werden sich voraussichtlich große Dinge in eurem Leben ereignen. Neuer Job,
Neue Partnerschaft, neue Wohnung oder sogar mehreres davon auf einmal. Solche wichtigen Veränderungen können übrigens auch durch euren Partner oder nahestehende Menschen in eurem Leben ausgelöst werden. Und diese Entwicklungen sind vielleicht bereits seit 3 Monaten im Gange oder werden sich im Laufe der nächsten 12 Monate ereignen. Das Gute ist, dass sich Glücksplanet Jupiter an dieser Konstellation beteiligt. Deswegen bekommt ihr viel Unterstützung und die Umstände werden sich für euch letztlich als günstig und hilfreich erweisen. Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Freut euch auf schöne Feiertage mit euren Lieben oder netten Freunden und einige Überraschungen unterm Weihnachtsbaum. Ab dem 2. Dezember wandert Glücksplanet Jupiter durch den Steinbock und das ist beim Wassermann-Kollektiv das 12. Haus des Rückzugs und der Spiritualität. Und dort bleibt er dann das ganze Jahr 2020 über. Das bedeutet, dass ihr öfter innehalten und nach innen lauschen solltet, denn günstige Umstände und glückliche Impulse kommen auf leisen Sohlen und versteckten Wegen zu euch. Wenn ihr bisher noch nicht regelmäßig meditiert habt, solltet ihr euch das für das neue Jahr vornehmen, denn dann habt ihr einen direkten Draht zu den geistigen Kräften, die euch während der nächsten 12 Monate unterstützen werden. Diese Impulse gehen aber leicht unter, wenn man nur im Kopf ist und nur in der Außenwelt. Wer dagegen spirituell ausgerichtet ist und ganzheitlich denkt, kommt mehr in den Genuss der guten Gaben von Jupiter. Und wer von euch bereits spirituell arbeitet, darf sich auf ein erfüllendes Jahr mit großen Fortschritten und umfassenden Erkenntnissen freuen. Jetzt im Dezember werdet ihr wahrscheinlich erstmal weniger Zeit haben, neue spirituelle Techniken in euren Alltag zu integrieren, denn der Kosmos hat für euch noch einiges an Arbeit vorgesehen. Der Mars befindet sich beim Wassermann-Kollektiv noch den ganzen Monat über im Karrierehaus und deswegen gibt es viel zu tun. Zum Glück bildet er gute Aspekte, das heißt, ihr bekommt Unterstützung und Kollegen oder Mitarbeiter ziehen mit euch an einem Strang. Trotzdem kann der Aspekt euch persönlich etwas gereizt machen, zum Beispiel, weil ihr besorgt seid, ob ihr das Pensum noch rechtzeitig schafft. Und dann werdet ihr merken, dass ihr am Ende doch alles irgendwie hingekriegt habt, obwohl ihr gar nicht recht wisst, wie ihr das gemacht habt. Manchmal auch mit der Hilfe guter Freunde, denn euer Sozialleben blüht und gedeiht. Das heißt, zusätzlich zu der ganzen Arbeit bekommt ihr auch noch jede Menge Einladungen zu Weihnachtsfeiern und Adventsfeierlichkeiten. Die solltet ihr möglichst auch noch mitnehmen, denn im lockeren Gespräch ergeben sich oft nochmal Lösungsansätze für mögliche Probleme. Die Sterne für euer Liebesleben sehen etwas ruhiger aus, zumindest in der ersten Monatshälfte. Der Vollmond am 12. Dezember bringt da ein bisschen Prickeln hinein. Und ab dem 20. geht dann die Venus in euer Zeichen und sendet sehr schöne Liebesimpulse. Auf einmal sind dann alle Leute zur Stelle, die ihr mögt, und sie sind noch nicht mal böse, dass ihr euch vorher nicht um sie kümmern konntet. Und sie haben sich wahrscheinlich für euch sogar die eine oder andere Weihnachtsüberraschung ausgedacht. Auch falls ihr keine Beziehung oder keine Familienpläne habt, werdet ihr über die Feiertage garantiert nicht alleine sein. Es liegt dann ganz bei euch, ob ihr ausgehen wollt, ob ihr einladet oder ob ihr euch zurückziehen und den spirituellen Gehalt der Feiertage zelebrieren wollt. Die Wintersonnenwende fällt auf den 22. Dezember um 5.19 Uhr. Die Sonne geht dann in den Steinbock und aktiviert auch nochmal für 4 Wochen den spirituellen Bereich eures Horoskops. Und genau an dieser Stelle findet dann auch der Neumond vom 26. Dezember statt. Beides sind dann Gelegenheiten, um die spirituellen Kräfte anzuzapfen, die euch umgeben oder für ein schönes Ritual. Und ihr könnt Pläne machen, wie ihr im neuen Jahr regelmäßig Übungen wie Meditation und Achtsamkeit in euer Leben integrieren könnt. Die Venus in eurem Zeichen kann euch aber auch ganz einfach Lust machen, unter Leute zu gehen, euren Charme spielen zu lassen und euch zu amüsieren. An Einladungen zu den Partys eurer Steinbock-Freunde dürfte es nicht mangeln. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Wahrscheinlich könnt ihr euch im Dezember vor lauter Einladungen und sozialen Verpflichtungen kaum retten. Glücksplanet Jupiter geht ab dem 2. Dezember für ein ganzes Jahr durch den Steinbock und das ist beim Fische-Kollektiv das Haus der Freunde und des Netzwerks. Eure Beliebtheit wird weiter steigen, euer soziales Leben und euer Bekanntenkreis werden wachsen und gedeihen. Und jetzt im Dezember verstärkt die Venus noch diese Wirkung
Und auch die anderen Planeten stehen gut für euch. Jeder scheint eine Idee zu haben, wo ihr noch mithelfen könnt. Ihr bekommt viele Einladungen und Anfragen, wo ihr sozusagen als Weihnachtsengel tätig werden sollt. Wenn ihr es zeitlich schafft, warum nicht? Eure Freunde und Bekannte, wie auch eure beruflichen Kontakte, werden entzückt sein, wenn ihr euch einbringt und sich auch nächstes Jahr noch gerne an euren Einsatz erinnern. Und wenn ihr noch Solo seid, trefft ihr bei all diesen Aktivitäten auch noch potenzielle Flirtkandidaten, vor allem bis zum 20. Dezember. Wichtig ist bei all dem, dass ihr auch selbst Spaß dran habt und nicht nur aus Höflichkeit und Freundlichkeit zusagt. Das könnte euch nämlich passieren und dann geratet ihr vielleicht unter Druck. Ihr habt nämlich auch beruflich noch einiges zu tun. Die Sonne und ab dem 9. auch der Merkur wandern beim Fische-Kollektiv durchs Karrierehaus. Es gibt also wahrscheinlich noch einige Aufgaben zu erledigen und Entscheidungen zu treffen und vielleicht sogar noch Last-Minute-Projekte, die jetzt noch angeschoben werden und bei denen ihr mitmachen oder sogar die Führung übernehmen sollt. Machbar ist das alles, solange ihr genug Unterstützung und Spaß dabei habt. Außerdem sind genaue Absprachen wichtig, sonst kann es zwischen dem 9. und 14. zu Unstimmigkeiten kommen, weil die Beteiligten unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie ein Projekt ablaufen und wer welchen Einsatz bringen sollte. Zeit fürs Privatleben bleibt bei alledem kaum. Das fällt euch besonders in den Tagen rund um den Vollmond am 12. Dezember auf. Schaut, dass ihr möglichst ab dem 20. Dezember keine zusätzlichen Verpflichtungen mehr habt, denn dann braucht ihr mehr Gemütlichkeit und Ruhe für euch. Wer dann immer noch Anspruch auf euch erhebt, wird vielleicht erleben, dass ihr euch still und leise zurückzieht und einfach nicht mehr erreichbar seid. Andererseits dürft ihr euch darauf verlassen, dass eure guten Freunde und auch euer Schatz für euch da sind, wenn ihr eine Schulter zum Anlehnen braucht oder einen Ort, um zur Ruhe zu kommen. Freut euch auf schöne Weihnachtstage mit viel Besuch und vielen fröhlichen Momenten. Wenn ihr keine Familienfeier geplant habt, werdet ihr im Kreise eurer Freunde und Bekannten stets herzlich willkommen sein. Falls ihr zwischendurch trotzdem das dringende Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug verspürt, solltet ihr dem nachgehen und euch wenigstens zeitweise verkrümeln. Ihr braucht das, um zu regenerieren. Am 22. Dezember geht die Sonne in den Steinbock und am 26. Dezember findet dort auch der Neumond statt. Und beides aktiviert euer 11. Haus der Freunde und des Netzwerks. Und das lässt euch darüber nachdenken, wie ihr diese Beziehungen in Zukunft gestalten wollt. Es werden neue dazukommen, doch auch eure langfristigen Freunde sind euch wichtig. Zu Silvester seid ihr wahre Magneten. Selbst wenn ihr gar nichts vorhattet, wird im letzten Moment noch eine Einladung hereinkommen oder Überraschungsbesuch steht auf der Matte. Ja, ihr Lieben, es gibt jede Menge Neuigkeiten und ich habe tolle Produkte für euch jetzt zum Jahresende. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, es gibt jetzt ein computerbasiertes schriftliches Jahreshoroskop von mir und auch den Partnervergleich als PDF. Beides kann für euch erstmal eine gute Orientierungshilfe sein und die sind auch recht preisgünstig. Und falls ihr es noch nicht habt, könnt ihr natürlich auch euer Geburtshoroskop, das Kosmogramm mit allen Deutungen als PDF erwerben. Wenn ihr ganz spezielle Fragen zu neuen Projekten oder einer neuen Liebe habt, könnt ihr natürlich gerne eine persönliche Beratung bei mir buchen, aber es kann eben bis Januar dauern, ehe ihr einen Termin bekommt. Alle meine Angebote findet ihr auf meiner Homepage, auf der Beratungsseite oder ihr ruft auf unserem Kundentelefon an. Beides habe ich hier auf der Infokarte verlinkt und ich schreibe euch das auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Mein ganzer Stolz ist mein Jahrbuch 2020, das ich jetzt fertiggestellt habe, ausführlicher und besser als je zuvor. Darin findet ihr für alle Sternzeichen die Tendenzen für eure Beziehungen, euer berufliches Fortkommen und eure Gesundheit und Vitalität. Und zu jedem Teil gibt es ganz ausführlich die Highlights und die kritischen Phasen für das ganze Jahr. Da bin ich diesmal noch wesentlich genauer drauf eingegangen. Außerdem natürlich die kosmische Schwingung 2020 mit den gesellschaftlichen Entwicklungen. Ihr könnt das Buch über meine Homepage vorbestellen und sobald es Ende November erscheint, wird es dann auch auf Amazon verfügbar sein. Den Link dazu findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung.
Falls ihr noch ein schönes Weihnachtsgeschenk sucht, kommt vielleicht eins meiner Sternzeichen-Kolliers für euch in Frage. Das könnt ihr ebenfalls über meine Homepage bestellen und den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Achtung! Falls ihr dieses Video vor dem 29. November schaut, könnt ihr noch den Black Friday Sale mitnehmen. Da gibt's bei meinem Partner Akasha alles für 50%, auch die Colliers. Meinen letzten Livestream mit dem Vollmond-Talk musste ich ja leider verschieben, nämlich auf den 21. November, sonst hätte ich das nicht geschafft, dieses Video jetzt für euch am Start zu haben. Also, wenn ihr wollt, seid ihr natürlich dabei. Am 21. steht die Sonne gerade noch im Skorpion und das Thema ist, wer passt wie zum Skorpion? Außerdem verlose ich im Livestream auch wieder eine Live-Beratung. Ich mache aber auch im Dezember noch einen Livestream. Dann machen wir, wer passt zu wem, nämlich zum Schützen und auch wieder eine Live-Beratung. Der Termin ist direkt zu Vollmond am 12. Dezember um 21 Uhr. Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr euch per E-Mail anmelden, denn ich brauche dazu eure Geburtsdaten und eine Einverständniserklärung, dass ich euer Horoskop öffentlich zeigen darf. Das Anmeldeformular mit der E-Mail gibt es auf meiner Homepage und der Livestream findet dann hier auf meinem YouTube-Kanal statt. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats. Ihr könnt meinen ganz neuen, wunderschönen Wandkalender 2020 gewinnen mit der spirituellen Deutung der Zeitqualität und des Neumonds für jeden Monat. Hier seht ihr als Beispiel das Titelblatt und die Seite für den November mit dem Skorpion. Natürlich könnt ihr den Kalender auch bestellen, auch über meine Homepage. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten Kommentar. Ihr könnt mir zum Beispiel Vorschläge machen, Fragen stellen und Diskussionen anregen. Und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann teilt bitte meine Videos in euren Social Media. Wer gewonnen hat, das gebe ich dann in der kosmischen Schwingung vom Januar bekannt. Die geht auf jeden Fall noch vor Weihnachten online. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Falls ihr einen Livestream verpasst habt, könnt ihr den auch hinterher noch als Video anschauen. Zum Beispiel, wer passt zur wem zur Waage oder Astrokartografie, besser leben am richtigen Ort. Und hier geht's zu meinem Video mit der kosmischen Schwingung im Dezember. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.